Die meisten Männer sind aber auch in den meisten Positionen einfach besser. Das ist doch Quatsch. Ist so. In welcher Position denn? Bauarbeiter? Wenn der Mann nach Hause kommt und vom Tag gefickt ist, dann kann die Frau ihn runterholen und kann ihn gut beraten. Aber der Typ, der Frontmann... Bevor es losgeht, es wird Zeit, dass du hier mal ein Abo da lässt und einen Kommentar schreibst und gerne auch ein Like gibst. Und auf alle Fälle auch meinen Partner Just Legends auschecken. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Was geht ab, Elite Zeus hier? Eine Sache, die ich total scheiße finde, sind Dating-Coaches, beziehungsweise diese Pick-up-Artists, Männer, die einem erklären, wie man Frauen ansprechen soll. Manchmal sehr manipulativ, manchmal sehr herablassend, manchmal ein bisschen aufdringlich, eklig. Und irgendwie, ich mag das immer nicht, weil ich finde, es muss auch anders gehen, ohne aufdringlich sein, ohne zu nahe zu treten, ohne irgendwie Modus anzuwenden oder gewisse Sprüche, Tricks und so. Ich finde, man muss einfach man selbst sein, das muss man lernen im Leben, weil man kennt es ja auch aus Filmen und Serien, selbst die Schüchternen, die Weirdos, selbst die Nerds, so, die sind in Serien sympathisch, weil sie einfach sie sind. So, hey, das ist der Typ, der ist so, wie er ist. Und ich glaube einfach, wenn man so ist, wie man ist, wenn man das lernt über Zeiten, es dauert manchmal, bis man 25 Jahre alt ist oder noch älter, dann glaube ich, kann man so von alleine Menschen kennenlernen. Und ich glaube, es ist auch nicht die Aufgabe im Leben, möglichst viel zu finden. Man kann auch ganz viele andere Dinge im Leben tun. Und das, was mit der, jetzt weiß ich, dass das Video viel mehr gelb wird, ist mir scheißegal. So, wir schauen mal rein. Deswegen auch hier, Triggerwarnung steht schon da. Ich glaube, es wird wieder richtig wild. Und ich glaube, ich muss mich sehr viel aufregen, weil ich mag das einfach nicht. Und alle Alphas da draußen, viel Spaß. Ihr könnt gerne gegen meine Meinung sein, ist mir wurscht. Ich persönlich bin einfach so der Meinung, es muss anders gehen. Und ich kann auch sagen, bei mir ging es immer anders. Ich musste sowas niemals irgendwie, ich musste niemals irgendwelche Tricks anwenden, um dann mal ein Mädchen kennenzulernen oder so. Nur ein bisschen mutig muss man schon manchmal sein. Trägerwarnung. Misogynie-Dudes in diesem Video. Oh Gott. Ich warte gerade auf mein Date. Ja, das bin er nicht. Hey, ich bin jetzt dein Freund. Dritte Impfung, ich bin geboostert. Wieso ist man so? Die Erwartungshaltung von den Frauen ist schon so tief. Ich kann nicht mehr. Sorry, liebe Aachener. Hat er gerade Aachener gefrontet? Ach, reagieren die gar nicht auf einen einzigen Dating-Coach, sondern auf mehrere Beispiele. Bin gespannt. So, wir reacten dann auf Dating-Coaches. Kennst du Dating-Coaches? Obwohl, doch, oh, doch, doch. Ich kenne, glaube ich, einen auf YouTube sogar. Ja, guck, und die sagen dann so, ich habe die Tricks für dich, wie du Frauen kennenlernst. Frauen mögen nämlich das. Ich glaube, ich habe mal unironisch nach Tipps gesucht auf YouTube. Du hast mal unironisch nach Tipps gesucht? Also, es gibt tatsächlich auch, also natürlich funktionieren solche Pick-up-Artists tatsächlich so. So ist nicht, weil allein, dass du zum ersten Mal im Leben Frauen ansprichst und allein, dass du mal selbstbewusst bist oder allein, dass du einfach es versuchst immer wieder, erhöht dir die Chance, dass es mal klappen muss natürlich, weil davor hast du einfach gar nicht gemacht und so. Das ist genauso wie Menschen, die sagen, hey Leute, macht Sport, trainiert euch krass Muskeln an, weil plötzlich klappt es dann im Club mit den Frauen. Da frage ich mich immer, klappt es wirklich wegen den Muskeln? Oder klappt das, weil du einfach mal mutig bist und halt selbstsicherer und du selber zu dir stehst und so? Weil ich glaube ganz viel, also ich habe ja Frauen gemacht, ich bin mein Leben lang ein spindeldürrer Typ. Frauen sind nicht oberflächlich, gar nicht, aber ja, egal. Ja. Oh Mann! Und dann war da so dieser eine YouTuber und der hat ganz viel Interessantes erklärt und das hat alles irgendwie keinen Sinn gemacht und dann war ich so, ach, weißt du was. Hat's dir geholfen? Nee. Los geht's. Ich warte, bis du ganz gentlemanlike mir die Tür aufmachst, ich steig ein, stell mich vor, wir lernen uns kennen. Genau. Ich habe aber gerade ein Date, ich warte gerade auf mein Date. Ja, das bin dann ich. Das ist doch aufdringlich. Alles in meinem Körper sagt, bitte nicht, tu das nicht. Du kannst nicht einfach zu jemandem hingehen und dich da so reinlehnen und dann sagen so, hier, ich bin dein Date, lass mich doch rein. Ja, das ist... Ich will es auch gar nicht wollen, ich will so Menschen nicht. Auch dieselben Herrschaften, die dann sauer sind, wenn die Frau direkt kontert mit, ich habe übrigens einen Freund, weil das ist dann, nee, ich bin jetzt dein Freund. Ja. Das ist so ungefähr, das ist äquivalent gerade. Die werden auch oft wütend, wenn sie dann eine Abfuhr bekommen, weil das geht ja gar nicht. Er wollte doch nur nach dem Weg fragen, bestimmt. Ich finde es erstaunlich, dass sie nicht einfach so, so das Fenster hochmacht. Das war so gut. Eine bessere Reaktion so. Du hast wirklich ein Date? Du verarschst mich. Um die Uhrzeit? Ist doch scheißegal, verpiss dich jetzt von ihr. Oh Gott. Ja. Mit wem denn? Mit einem Freund. Freund und der Freund. Der nicht kommt. Also ich spring kurz rein, wir unterhalten uns. Ich bin ja mal so nett, ja? Nein. Nur kurz, 2 Minuten. Der macht einfach die Tür auf. Nein heißt nein. Und nein heißt, du drehst es um und gehst und machst nicht die Tür auf. Jetzt ist es übergreiflich schon. Das ist gleichdeutend mit Festhalten. Ein Auto, finde ich, ist kein Ort wie eine Bushaltestelle oder so, ein öffentlicher Ort. Ein Auto ist gekauft, geleast oder irgendwie geliehen. Das ist dein eigenes Bereich. Du weißt nicht, einfach, das ist so, als würde die Tür aufmachen und der Postbote sagt, ich komm kurz mal rein zu dir. Geht nicht. Das ist mein Bereich so.
kannst auch nicht meinen Vorgarten ohne Grund reinhatschen oder so. Hoffe, jetzt hat Pfefferspray. Das ist übergriffig. Oh, Entschuldigung. Also an dem Punkt ist es spätestens deutlich zu übergriffig. Du kannst nicht einfach die Tür aufmachen von jemandem, der da sitzt. Einfach aufs Gas drücken. Ja, erstmal den Rückwärtsgang. Ja, dann tut es sich weh, dann hast du Schuld wahrscheinlich gerichtlich gesehen. Nein. Aber du kannst jetzt nicht recken. Warum nicht? Nee, Leute, das geht gar nicht. Wisst ihr, was mich richtig triggert? Das sind diese Weiber, die auf Tinder, ich weiß nicht, ob das Typen... Du merkst schon, er weiß, wie Frauen funktionieren. ...auch machen, irgendwie als erstes von sich unter ihrem Namen diese dreckigen Spritzensymbole machen. Ja, als ob sie irgendwie einen fucking Cockerspaniel wären. Ja, guck her, ich hab schon die dritte Impfung. Ich bin geboostert. Mit mir daten ist sicher. Ja, als ob ich dich nicht gebankt hätte, wenn du nur eine oder zwei Impfungen hättest. Ich wollte gerade sagen, so, ich kann mir gut vorstellen, nur so in Theorie, wie oft er geimpft ist. So. Das ist so viel immer zu, ist doch egal, so, muss alle Menschen gleich behandeln. Ja, irgendwie nicht so. So, es ist doch wieder ein Krieg zwischen Geimpfte und Ungeimpfte. Was soll denn das immer? Oh. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Als ob ich dich nicht auch gebannt hätte. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Es ist mir scheißegal und den meisten auch, aber du willst der ganzen Welt wieder zeigen, was du für ein toller Mensch bist. Was kommt denn als nächstes? Irgendwie ein Pfirsich mit einem Spiegel reingesteckt, damit ich sehe, wann du den letzten Broschencheck beim Frauenarzt gehabt hattest oder was? Deine Drecksimpfung oder sonst was interessieren mich einen Scheiß. Ja, dich nicht, andere schon. Fick dich doch mal, wer bist du? Ich kapiere auch gar nicht, dass Menschen immer das so sich über andere stellen, immer so, keine Ahnung, ringen sie mal auf, sowas wie, ach, was ist ich? Ich habe schon so oft erlebt, dass irgendwelche Leute auf Twitter irgendeinen Scheiß posten, sowas wie, warum machen Menschen das und das und dies, so, juckt mich doch ein Dreck, ja, schön, dass dich ein Dreck juckt, so. Genauso wie man sagt, so, ja, keine Ahnung, der und der hat den Preis gewonnen, juckt mich nicht, muss man den kennen, ja, dich nicht, dich juckt's nicht, aber deren Fans schon, oder keine Ahnung was, so. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht involviert, was ganzen, was BTS angeht, oder generell so K-Pop, bin ich überhaupt nicht drin im Game. Trotzdem kann ich es verstehen, dass es Menschen gibt, die K-Pop übel abfeiern, und das ist ja okay. Aber was wäre ich denn für ein Mensch dann zu sagen, so K-Pop letzte Dreck, braucht kein Schwein, kann weg, nur weil ich kein Fan davon bin, so, was zum Geier, wenn andere das geil finden, dann lass doch denen deren Freude. Und so ist eben bei dem Thema auch so, wenn manchen Leuten halt die Corona-Impfung wichtig ist, dann ist denen das wichtig, so. Kann auch dir scheißegal sein, es fällt nach links und lass gut sein. Wieso ist man so? Ich hab schon die dritte Impfung. Wie wird man so? Was muss gewesen sein im Leben? Who hurt you, dass man so wird? Guck mal, also ich habe letztens einen Clip gesehen von jemandem, der meinte, eigentlich musst du als Typ nur sagen, Frauen verdienen gleich viel Respekt oder sowas. Irgendwie so eine neutrale Aussage, ja, die eigentlich selbstverständlich sei. Und ja, dann sagen die Frauen schon, ja, das ist eine erfrischende Meinung. Also das finde ich schon, also das ist schon... Das ist schon nett. Das ist schon außer... Obwohl das hart ist, oder? Gleich viel Respekt? Macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, als Mann, da hat man doch... Ordentlich. Also Leute, wirklich, die Erwartungshaltung von den Frauen ist schon so tief. Ja. So tief. Die Bar ist so low. Wie kann man das eigentlich nur verkacken? Du hast eigentlich recht, die Bar ist schon relativ low. Und dann gibt es noch Typen, die so wirklich so ganz deutlich drunter... Nicht so, ja, du bist ein bisschen unter der Erwartungshaltung, du bist deutlich drunter. Ja, ja. Zuerst kommen deine Ziele und dann die Muschis. Alles daran ist so wack, ne? Alles daran... Wie er so... Das sagt so viel über ihn aus. Wie er so historische Figuren in Anführungszeichen im Hintergrund hat. Und alles sind Männer, außer Marilyn Monroe. Was? Ey, das... Von Hauder... Christi guckt ihn gerade auch einfach nur richtig angewidert an. Guck dir das an. Mir fällt auch keine andere Frau ein, die für die Menschheit was geleistet hat, außer Marilyn Monroe. Da war also der Steinzeit... Vom Charlie Chaplin oben. Der wird sich für ihn schämen wahrscheinlich. Mensch. Ficky, ficky. Stop it. Get some help. Ah, so war der. Das hat der gesagt, der Steinzeitmensch. Und dann, was ich hier mache. Und dann haut er der Frau nochmal mit der Keule einen auf die Rübe. Ja, der Steinzeitmensch hat gesagt, was ich hier machen. Ja, der hat auch. Damit sie wieder einschläft und er nicht mit ihr reden muss. So haben wir halt irgendwie überlebt. Nee, so haben wir nicht überlebt. Wir haben nicht einfach uns gegenseitig geschlagen. Und du es tolerierst. Was war das gerade für ein Typ? Meint er das selber ernst? Ist das wirklich seine Meinung? Oder ist es ein Scherz? Das ist doch Quatsch, oder? Dass deine Freundin neben dir noch weiter... Schlagen!
Wenn du es tolerierst, dass deine Freundin neben dir noch weitere männliche Kontakte hat und in deiner Anwesenheit mit anderen Männern redet, hat sich meine Freundin meinen Namen tätowiert, weil sie weiß, es gibt keinen besseren, fähigeren, kompetenteren Top-G als mich. Was ist ein G? Was ist ein Top-G? Also ich sage, jeder Mensch, egal ob männlich oder weiblich, der seinen Partner einschränkt, wird ihn verlieren. Das ist so meins. Hat nichts mit Mann, Frau zu tun oder irgendwas. Das ist vollkommen egal, wenn du ihn einschränkst. So, wie schränkt man Person ein? Indem du halt etwas wegnimmst, was die Person gerne in ihrem Leben hätte. Und wenn deine Freundin sagt so, ich will nicht nur Kontakt zu weiblichen Personen haben, ich habe Bock auf den besten Kumpel und ich habe Lust auch mit einem Arbeitskollegen in der Pause was essen zu gehen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, wenn mein Freund vorbeikommt, haut er mich zusammen, dann wird diese Person ganz schnell keinen Bock mehr auf dich haben. Also einschränken ist das Problem, aber meine Fresse. Boah, Digga, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also, Mies, an der Stelle will ich dann auch den Call auflegen. Ich habe mir tatsächlich auch den Namen meines Freundes tätowiert auf die linke Niere. Und, finde ich sehr wichtig an der, auch. An der Stelle, also, will ich dann jetzt auch gehen, ne? Hey, ich dachte jetzt, weißt du, wie dumm ich gerade bin? Ich habe gerade gedacht, hey, auf die linke Niere musst du dich dann operieren lassen und die Niere erstmal rausholen, dass du das irgendwie auf die Niere bekommst. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass die Niere ja auch sozusagen eine Stelle ist am Körper, wo man so sagt, ja, hier auf der Niere. So. Nee, ich habe das wie in der ersten Variante, hast schon recht. Ja, das rausholen lassen, dann tätowieren, dann wieder rein. Ist auch wichtig. Ich rede tatsächlich auch nicht mal mit meinem Vater. Du willst ja keine Schlampe sein, die mit anderen Männern redet. Sobald ich einen männlichen Autor oder eine männliche Figur im Fernsehen sehe, schalte ich auch direkt ab. Ja. Das ist halt auch respektlos, weißt du? Finde ich gut, dass du auch... Fun Fact aber, bei meiner allerersten Beziehung war das so. Da haben wir uns das so ein bisschen verboten gegenseitig. So. Man durfte schon mit Leuten abhängen, alles easy. Aber zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, irgendwie Zweisamkeit verbringen. Also irgendwie du gehst mit einem Kollegen was essen. Oder du, keine Ahnung, du bist in Köln und musst irgendwo übernachten, dann darf das kein Mann sein, bei dem du pennst, also in ihrem Fall. Oder andersrum, ich darf bei keiner Frau pennen und so weiter. Seid nicht mal auf dem Sofa oder so, geht einfach nicht. Solche Sachen haben wir uns verboten und im Nachhinein sehe ich das als großen Fehler. Ich habe das Gefühl, es war einfach so ein Käfig, den wir uns beide gegeben haben und das alles nur komplizierter gemacht und so. Also meine Idee ist immer oder mein Tipp an euch ist so, macht wirklich so wenig Regeln und irgendwelche komplizierten Sachen wie möglich, denn je mehr Regeln, desto mehr kann man auch dann halt verbiegen und brechen und enttäuschen und irgendwo dann auch machbar vieles komplizierter, als es sein muss. Weißt, welche Rolle Männer haben sollten, dass es nur einen gibt. Nur ein G. Das ist ein G, ich check's immer noch nicht. Einen G, es gibt nur einen G, Digga. Und Shoutout an der Stelle an Displayed. Displayed hat gerade einen Summer Sale. Wenn ihr unter meinen Street kauft, man Was machst du denn mit deinem Kumpel, wenn er Liebeskummer hat? Was ist so deine Strategie dann? Oh, das ist ganz einfach. Ich sag ihm einfach, dass er Mann werden soll. Was? Ja, Liebeskummer ist ein Trugschluss. Was heißt das denn? Man ist traurig darüber, dass jemand einen nicht will. Ja. Das ergibt in meinem Kopf einfach keinen Sinn. Ich sag mal so, ein kleines bisschen verstehe ich, was er meint. So, genauso wie ja Eifersucht was Unlogisches ist. Aber Gefühle sind manchmal einfach da, so. Man ist einfach enttäuscht, so. Klar, deswegen ist ja Liebeskummer auch etwas, worüber man hinweg muss irgendwann. Du musst drüber hinwegkommen, so. Die Person will nichts von dir, ist nun mal so, aber es tut dir trotzdem weh. Was sind das für TikToks? Okay, pass auf. Okay. Und also die Art und Weise, wie er das umsetzt, ist, dass er dann zu seinem Kumpel geht und sagt, du darfst nicht darüber weinen oder traurig sein. Eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise, das irgendwie zu klären. Ist doch auch der Grund, warum so viele Männer immer davon berichten, dass sie alles in sich reinfressen und über nichts reden und dass sie immer alles wegstecken müssen. Ja, Jungs, redet doch mal miteinander normal. Ja, wir müssen reden, Leute. Gefühle zeigen, Leute. Ein bisschen weinen hier im Stream. Also, ich verstehe die Intention dahinter zu sagen, hey, die ist es nicht wert oder du brauchst nicht traurig sein darüber, du findest jemanden besseren. Aber das ist ein bisschen toxic, das so in jemanden reinzuprügeln mit dem Vorwand, du musst ein Mann sein. Es gibt nicht sowas wie ein, du musst ein Mann sein. Einfach Löwe sein. Ja, wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen. Es ist vollkommen normal, traurig zu sein. Ja, ich habe einmal so ein trauriges Video gesehen, wo die einfach so random Männer gefragt haben, wen callst du, wenn du traurig bist? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Und die meisten haben einfach gesagt, niemanden. Ja. Wem soll ich einen Bescheid sagen, wenn ich traurig bin? Ich bin nicht in der Position, dass ich jemanden callen sollte, wenn ich traurig bin. Bei mir wäre es ein bisschen meine Mom. Die ist schon mal gut für mich da, wenn es mir mal scheiße geht. Klar, Yoshi sowieso. Aber notfalls rede ich sogar im Stream darüber. So sad gewesen. Naja. Deswegen, sei kein Löwe. Sei kein Löwe. Wie siehst du aus? Wie ein Zoo? Madame, ich hab dich gesehen. Du siehst gut aus. Ich musste dich ansprechen.
Nein. Hast du die Memo? Ist das in Dortmund? Das ist alles aufgenommen gerade. Was für eine Memo? Du hast da gerade eine Memo gemacht. Ja. Hast du alles aufgenommen gerade? Wieso sollte ich alles aufnehmen? Drück mal drauf. Drück mal drauf. Warum hast du aufgenommen? Bei mir läuft das immer eigentlich. Warum nimmst du auf? Einfach so, just for fun. Mein Gott, Alter. Bei mir läuft es immer. Den ganzen Tag nehme ich meinen Tag auf. So. Also ich muss mir auch oft so Cloud-Storage buchen, so nachbuchen, weil den ganzen Tag läuft eine Aufnahme. Das Ding ist, die tun immer so, als wären sie so die geilsten Checker. Und dann fragt einfach jemand, warum nimmst du auf? Und die sind schon aufgeschmissen. Damit können die schon nicht umgehen. Das ist so für die, keine Ahnung, ich nehme halt immer auf. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tue, ich weiß nicht. Können nicht mal irgendwie eine sinnvolle Antwort darauf bieten. Unangenehm, einfach unangenehm. Wusstest du, dass Frauen für denselben Job allermeistens, ob Ärztin, ob Krankenschwester, immer weniger Geld kriegen als Männer? Bitte, sag jetzt nichts Komisches, bitte. Warum die jetzt weniger Geld kriegen? Die jetzt? Geht schon gut los. Entschuldigung, am Anfang wusste man nicht, wer diese Frage gestellt bekommt. Am Anfang hat man einfach nur Roos gesehen, wie er diese Frage stellt. So, man weiß nicht, wem er diese Frage stellt. Als dann aber... Immer weniger Geld kriegen als Männer? Als dann aber Flair im Bild war, war sofort klar, jetzt wird es eine intellektuelle Antwort geben. Es wird eine Antwort geben, die einfach alle Menschen ganzheitlich respektieren wird. Warum die jetzt weniger Geld kriegen, weiß ich nicht. Aber Moment. Die meisten Männer sind aber auch in den meisten Positionen einfach besser. Das ist doch Quatsch. Jetzt schreibt so, keine Ahnung, 80% in Hot Take. Kompetent Real Talk. Also, true, not gonna lie. Also. Nein. Ja, sieht man doch mal, ne? So, Männer, die erfolgreichsten YouTuber sind Männer, ne? Können sie halt besser. Oder erfolgreichsten Streamer, erfolgreichsten Sportler, erfolgreichstes, egal was, Astronauten, alles Männer. Nein. Facts. Nein. Based. Nein. Ist so. In welcher Position denn? Bauarbeiter? Der argumentative Post. Wenn Frauen in diesen Sachen, was ich gerade sage, besser werden, dann wären sie schon an der Spitze. Ich habe das gar nicht zu entscheiden. Die Männer haben das gar nicht zu entscheiden, sondern die Welt, das Leben hat sich... Ja, wir haben schon... Wenn Frauen stärker wären, dann wären sie stärker in vielen Sachen. Sorry, ja, ob es jetzt nur körperlich ist. Es gibt, mental sind wir auch in vielen Sachen stärker. Wir treffen auch Entscheidungen. Natürlich, Mann, Alter. Meine Frau, wenn sie klar hat, dann weint sie. Laber keinen Scheiß, Mann. Du kennst keine Frauen, Mann. Ich schwöre das, keine Ahnung. Wenn es so wäre, dass Frauen, also es gibt ja Sachen, die können Frauen besser. So, und, was zum Beispiel, aber? Jetzt sagt der Kinder kriegen. Bitte jetzt nicht putzen oder sowas. Oder so ein Shit, ne? Weil der Mann ist der an der Front ist, aber wenn der Mann nach Hause kommt und vom Tag gefickt ist, dann kann die Frau ihn runterholen und kann ihn gut beraten. Aber der Typ, der Frontmann, man sagt, darum heißt der auch Frontmann, ist nicht ohne Grund der Frontmann. Weißt du? Der Frontmann! Man sagt ja auch nicht ohne Grund Frontmann! Also, an die Frauen, ihr habt's gehört, also was Frauen wirklich gut können, ist dann den Mann einen runterholen, wenn er gestresst von der Arbeit nach Hause kommt. Er ist argumentativ auf einem ganz anderen Level. Deswegen heißt Frontmann ja auch Frontmann, weil es ein Mann ist. Ist doch völlig klar. Ich finde auch nur noch, Männer sollten baden gehen. Weil warum glaubst du, heißt Wassermann Wassermann? Weil es ein Mann ist, der im Wasser ist. Maluna, ein Mann, nicht ihr. Also, ich will euch nicht mehr sehen. Sonst krieg ich den Kack an. Ach, ihn runterholen. Okay, sorry, war eine gemeine Unterstellung. Tut mir leid, ich weiß diese Anschuldigung zurück. Schnauzer! Warum liegt hier überall Stroh rum? Was? Warum liegt hier überall Stroh rum? Keine Ahnung. Sie will einfach nur weiter. Wenn ich dein Gesicht so sehe, gefällt mir mein Arsch wieder. Brauch mal ganz kurz eure weibliche Meinung. Kennt ihr euch mit Unterwäsche aus? Ja. Zwar habe ich mir neue Unterwäsche gekauft. Könnt ihr mir mal sagen, ob die gut aussieht? Und jetzt wissen Sie, Nee. Steht die mir? Muss nicht sein. Wir haben noch einen langen Weg vor uns als Menschheit. Ey, ohne Scheiß. Ich habe einmal schon Dating-Coaches geguckt. Ja. Und das hier ist härter. Also ich hätte nicht gedacht, dass das noch crazier geht, aber es geht noch crazier. Lass dich mal was fragen. Wie schmeckt eigentlich Sperma? Was ist los mit dem Typen? Was soll denn das? Also ich finde, ohne Scheiß, ich finde, also nee, das ist sexuelle Belästigung, mehr nicht. Du kannst nicht einfach zu einem Menschen hingehen
und solche intime Fragen stellen. Das ist einfach, das gehört sich nicht, finde ich. Das ist so, klar kann man sagen, hey, komm, lass doch alle offen werden und so weiter. Ja, schön und gut. Das kannst du ja machen, wenn man sich ein paar Minuten unterhält. Kannst du ja sagen, hey, ich bin jemand, ich bin ein bisschen offener. So würde ich nicht, wenn ich manchmal ein bisschen intimere Fragen stelle. Aber einfach zu den Menschen hinzugehen und einfach so voll zu labern mit so einem Scheiß, das geht nicht so. So klar, ich bin auch ein Mensch, ich kuschel gerne, ich umarme gerne. Und nur weil ich das gerne mache, kann ich nicht zu anderen Menschen hingehen und alle umarmen so. Manche mögen Berührungen nicht, manche hassen Berührungen. So, die wollen nicht angefasst werden. Und ich kann nicht einfach hingehen und die knuddeln. Das geht nicht, weil ich halt in Knuddellaune bin. Also man muss Respekt vor anderen Menschen haben. Man kann einfach nicht hingehen und einfach sagen, so, ja, wie schmeckt denn Sperma? Oder ja, eben so die Unterhose rausholen, wo vermutlich eine Gurke drin ist oder keine Ahnung, was der Penis ein bisschen vorgedrückt ist oder eine Socke reingestopft ist. Was soll denn der Scheiß, Alter? Digga, du kannst. Digga, was? Das ist doch, also wirklich, du bist da aufgestanden morgens und warst so, heute mache ich die respektlosesten Dinge überhaupt, weil das kommt bestimmt gut an im Internet. Ja, weil dann kriege ich eine Freundin. Wenn die dann nicht meine Freundin sein wollen, dann sind die doof. Nee. Das hat. Die wollen ja gar keine Freundin, die wollen nur Sex. Hat er doch nicht wirklich mit der Intention gemacht. Nee, ich glaube, das sind so Dating-Sachen. Das sind so, ich spreche Frauen an, um selbstbewusst. So, es sind ja auch nicht zufällig Frauen, das sind ja alles Frauen. Also es geht ja nicht darum, ich bin heute ein Assi in der Stadt, dann würde er ja auch Männer ansprechen, es geht schon um Frauen. Also das ist schon so eine Dating-Geschichte so. Also der ist morgens aufgestanden und hat gesagt, ich glaube, ich ziehe mich heute in der Fußgängerzone aus. Ja, für ein Video halt. Ich muss mal was fragen. Wie schmeckt eigentlich Sperma? Er hat gemeint, es schmeckt überhaupt nicht. Also im Anmachspruch in der Bravo gelesen oder? Erstmal einen Front bekommen. Frauen sind geborene Konformisten und wollen geführt werden. Ich kann das nicht mehr, Maluna. Es tut mir körperlich weh, das zu sehen. Wir haben das meiste vom Video schon geschafft und ich bin sehr froh darüber, weil ich halte es nicht mehr lange aus. Es gab noch niemals eine Revolution, die von Frauen gestartet wurde. Ja, schick mir wieder das eine Beispiel, was angeblich alles widerlegt. Nein, Freunde, Ausnahmen bestätigen die Regel. Jeglicher gesellschaftlicher Umbruch, wissenschaftlicher Durchbruch oder philosophisches Konzept wurde von Männern gemacht. Ja, das lag bestimmt daran, weil Frauen das nicht können. So, ne? Lag nicht daran, dass Frauen das oft gar nicht ausüben durften oder dass oft sogar Erfolge geklaut wurden oder so. Wer hat den Krieg angefangen? Immer nur Männer bisher. Woran lag das so? So, es sind nur Männer zum Kriege machen da oder so. Das ist halt so dumm, dass man sagt so, hey. Und generell auch mag ich die Aussage sowieso nicht zu sagen. Was wollen Frauen wollen alle oder Frauen sind so oder Frauen ist das so? Ich will es auch andersrum nicht hören. So, Männer sind alle so oder Männer wollen so behandelt werden oder Männer wollen das im Leben, will ich auch nicht hören. So, weil ich mich nicht als Mann definiere oder als Frau so. So, eigentlich kann ich auch sagen, dass ich non-binary bin bald so. Weil ich bin einfach ich. Ich weiß, dass ich Mann bin, das weiß ich. Aber es gibt nichts, irgendwas, wo man mich ganz klar einordnen kann. So, ich bin einfach ich, meine Fresse und du bist du. Irgendwie, ach, keine Ahnung. Meine, an sich brauche ich nichts erklären. Ihr alle wisst ja sowieso. Also wir sind ja alle auf dem gleichen Nenner, so. Das ist ja nichts, ich muss euch nichts erklären, so, oder? Also das ist ja, es gibt so ein paar Menschen, die haben irgendwie Bock darauf, dass das ganze Leben so eine klare Linie ist und man kann alles definieren, alle Menschen sind so, alle wollen das, so kann man, also es gibt gar keine Individualität oder so, das ist alles nur, alles ist gleich, ich mag das nicht, dass die Welt so bunt und verrückt ist, das will ich nicht, ich will klare Muster haben, aber es tut mir leid, so ist es halt nun mal nicht. Wir sind alle furchtbar unterschiedlich. Klar, es gibt schon irgendwo Gemeinsamkeiten, wie wir alle brauchen Sauerstoff in der Regel, aber im Großen und Ganzen sind wir verdammt fucking unterschiedlich. Und so ist es nun mal. Jeder will sein Leben anders leben. Aber was ganz klar ist, du kannst nicht davon ausgehen, was dir gefällt, gefällt anderen Leuten auch. Oder eben auch andersrum. So, das funktioniert einfach nicht so. Und deswegen musst du eine gewisse Vorsicht haben, einen gewissen Respekt. Und zwar allen Menschen gegenüber. Respekt kostet weder Geld, noch Zeit, noch Mühe. Das ist einfach nur eine Einstellung, die du hast. So. Auf jeden Menschen gehe ich gleich zu. So. Ich begrüße meinen Chef genauso freundlich wie, keine Ahnung, den Menschen, der morgens meine Mülltonne leert, so. Alles ist vollkommen, alles sind Menschen, gleichwertig, go. So schwer ist es nicht. Meine Fresse. Wahnsinn. Wir schauen weiter. Und wird es auch noch in 100 Jahren trotz Quote und allen, wie ich sie immer nenne, behinderten Förderungsmaßnahmen, die Frauen heute so genießen? Stimmt. Menschenrechte. Finde ich auch wirklich scheiße, dass ich die genießen darf. Also jeder wissenschaftliche Durchbruch wurde von Männern gemacht. Also wirklich jeder ausnahmslos. Auch Madame Curie. Auch jeder philosophische. Es gab auch nie irgendwelche Philosophen, die ihre Kernideen irgendwie von Frauen eigentlich haben. Es gab nie irgendwelche Frauen, die in der Wissenschaft irgendwie super wichtig waren. Gab's nie. Also es muss ja, da kann man ja nie irgendwas aufzählen. Ist ja unfassbar. Männer sind totale Muschis und Ja-Sager. Oder sie sind komplette
Arschlöcher. Es gibt ein paar sexy Role Models, an denen du dich orientieren kannst. Der Surfer, der Indie-Rocker, der erfolgreiche Geschäftsmann. Wie du dir denken kannst, Maschinenbauer gehört nicht dazu. Sorry, liebe Ich hab Maschinenbau studiert, du Stück. Also gut, Techniker gemacht habe ich darin. Aachener. Hat er gerade Aachener gefrontet? Entschuldigung, hat er gerade Aachener gefrontet? Du kommst aus Aachen und bist Maschinenbauer? Katastrophe. Aachen hat auch andere schöne Seiten. Wir haben doch nicht nur Studenten in der Stadt. Wir haben auch ein paar Asis. Und die Polizei fährt manchmal rum. Du scheinst Aachen sehr zu mögen. Ja, ich meine, Aachen ist eine schöne Stadt. Mhm. Don Johnny aus Stuttgart und in dem Video. Das ist der letzte Clip. Wir haben es fast, Maluna, wir haben es fast. Hier will ich dir beibringen, wie wichtig es ist, dass du emotional verstehst, dass jede einzelne Frau eine versaute Schlampe ist. Ich pack's nicht mehr. Das war's, oder verstehst, was? Verstehst, dass jede einzelne Frau eine versaute Schlampe ist. Okay, damit haben wir den Abschluss von diesem Video. Damit haben wir, das war das Schlusswort für dieses Video. Muss man wissen. Ich kann nicht. Und auch seine Mama, auch seine Oma, auch seine Schwester. Scheiß mal, Luna, die Folge war schlimmer als die davor. Also mit Anni war schon schlimm, aber die war wirklich noch schlimmer als davor. Ja, also das ist doch eigentlich auch nur, also man lernt daraus wirklich, Frauen spielen im Easy-Mode. Wir sind die Frauen und wir waren auch dabei. Ja. Das ist schon... eigentlich fast sogar gruselig, wenn man darüber nachdenkt. Dass so Männer rumlaufen, die sind der Meinung so, yo, ich, Mann, Mensch erster Klasse, Frau, Mensch zweiter Klasse, die sind selber schuld, die können nicht beruflich erfolgreich werden, die können keine Entscheidungen treffen, die können nur für den Mann da sein und die wollen angesprochen werden, die sind alle versaut. Das ist so irre. Das ist so verdammt irre. Und ich hoffe, dass niemand unter meinen Zuschauern so denkt. Weil das ist einfach nur noch irre. So klar hat jeder mal irgendwo kleine Vorurteile oder so. Also wir sind alle, haben hier irgendwo ein paar Schubladen, die wir uns bewegen und denken. Oder wo unsere Erfahrungen in uns reinspielen. Aber dass du so ein Weltbild aufbaust, dass du so denkst, ich weiß nicht, was da passieren muss. Muss man dann von Anfang an irgendwie eine ganz fiese Kindheit gehabt haben? Oder wie kann man sich in so eine Welt flüchten und der Meinung sein, so das ist angenehm, dass das so, da fühle ich mich wohl. Und dann noch einen Schritt zu machen, ich hau meine Weisheiten ins Netz raus und erkläre anderen Männern, die vermutlich genauso verzweifelt sind wie ich, die Welt. Und vielleicht ist dann wirklich irgendwelche Männer, die sind so verzweifelt und sagen so, was ist denn los mit mir, warum wollen Frauen mich nicht? Und finden dann diese Idee so, ach, ich bin das Alpha-Tier, ich bin der Starke, ich muss nur stark werden und ich muss selbstbewusst werden, dann kriege ich alle Frauen. Und dann klappt das eventuell sogar noch und dann verfestigen die sich auf diese Idee und werden immer irre in der Birne und werden richtig aggressiv und wütend und hassen Frauen so richtig, weil sie ihnen nicht das geben, was sie wollen und weil sie sich verstellen müssen und keine Ahnung. Leute, chillt doch einfach mal. Chillt doch einfach mal. Ey, Wahnsinn. Holt euch ein Bier, hockt euch hin, guckt eine Runde Netflix, beruhigt euch, findet zu euch selbst, findet raus, was ihr wollt vom Leben. Seid einfach mal ruhig so, keine Ahnung, sucht euch ein Hobby, macht irgendwas im Leben, lernt andere Menschen kennen, behandelt alle Menschen gleich, egal ob Mann und Frau. Geh nicht auf eine Frau zu im Sinne von immer, willst du mit mir schlafen, sondern behandle sie wie ein ganz normaler Mensch. So, finde raus, wer sie ist und so, ohne Hintergedanken. So, klar, manchmal, wir haben alle unsere Fantasien, so ist es nicht. Aber man muss ja nicht auf jeden Menschen zugehen, so, oh, bist du die eine? Mach nicht diese Verzweiflung, hab nicht diesen Druck. So, lern einfach alle möglichen Menschen kennen. Und ich habe es irgendwann selber in meinem Leben gehabt, dass manchmal dann Menschen an mir Interesse hatten und ich mir dachte so, ja krass, ist ja Wahnsinn, so ich habe gar nichts gemacht, ich war doch einfach nur da, so. Und manche haben es gibt auch Menschen, die haben sich in mich verliebt, weil ich einfach nur da bin, so. Ich hab nicht gekämpft, ich habe nicht geflirtet, ich hab nicht irgendwelche Tricks angewendet oder irgendwie mich irgendwie ganz toll dargestellt, ich war einfach nur da. Ich war genauso peinlich und cringe und unlustig oder so, wie ich halt bin, so. Ich bin immer, wie ich bin. Und manche finden das so, wie ich bin, cool. Und das ist das Allerbeste, weil dann musst du dich überhaupt nicht verstellen, dann musst du überhaupt nicht irgendwie irgendwas tun und so. Ach, ich könnte so kotzen bei sowas. Das tut mir irgendwie leid und irgendwie habe ich Mitleid, aber es macht mich auch wahnsinnig wütend und frustriert mich auch sehr. Ich schäme mich für mein Geschlecht wegen solchen Typen. Es gibt safe auch schlimme Frauen. Bestimmt. Muss ja. Aber irgendwie sind halt die lautesten Männer sehr laut. So. Und die fallen sehr auf. Und das ist immer sehr schade. Ja. Leute, seid nicht Alpha. Das ist nicht cool. Bis dann, Leute. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.